So sehen Gewinner aus. Wieder einmal hatte die Per Mertesacker Stiftung prominente Spieler und Gäste zum Benefitspiel nach Hannover geladen. Die Stiftung unterstützt in Not geratene Menschen und den Sport im Raum Hannover. Dieses Mal ging das Spiel gegen ein Team der Robert-Enke-Stiftung. Und so handelte es sich natürlich in jeder Hinsicht um ein Freundschaftsspiel für den guten Zweck. Einerseits möchte ich ganz gerne helfen, möchte ich meine Möglichkeiten ausschöpfen, die ich als Profi jetzt mir erarbeitet habe. Es gibt da viele Dinge, wo ich gespürt habe, es wollen halt viele Leute mich gerne unterstützen bei diesem Gedanken. Und da ist eben auch Base ein Ansprechpartner von mir. Schon von Beginn an ist Base als Hauptunterstützer beim jährlichen Benefitspiel dabei. Es fand zum vierten Mal statt und die Teams waren hochkarätig besetzt. Aus echten Fußballprofis, Legenden und Top-Strategen. Ja, also hier mit dem Ball, so am Fuß und dann oben rüber. Tja, der hat verstanden, worum es geht. Und dieser hier auch. Ich finde, Fußball hatte sehr viel was mit Erotik zu tun und ich bin gerade in einer sehr erotischen Pose. Die Stimmung in der Kabine könnte nicht besser sein. Profis und Promis sind zuversichtlich. Wir haben eine gute Base und ihr werdet eine ganz gute Base. Es war ein toller Fußballtag. Die 9000 Zuschauer sahen ein Match mit harten Fights, Leidenschaft und Emotionen. Und nicht zuletzt die ehemalige türkische Nationalspielerin und Model Filiz Koç brachte Schönheit und Klasse ins Spiel. In der Halbzeitpause war der Druck in der Kabine der Per Mertesacker Stiftung groß. Elton und Olli zusammen hier in der Kabine harmonieren sehr hervorragend, aber auf dem Feld, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nichts Gutes gesehen. Für mich ist der Trainer auch weg. Also sollten wir. Rasieren wir in der Halbzeit. Der Trainer ist übrigens super. Von alledem aber bekamen die Fans nichts mit. Sie nutzten die Atempause mit Rock von den Kleinstadthelden und verfolgten die Übergabe eines Schecks in Höhe von 25.000 Euro von Base an die Per Mertesacker Stiftung. Doch trotz harter Einsätze brachte auch die zweite Halbzeit keine Entscheidung. Gladiatoren gleich trieben sich die Teams beim Elfmeterschießen voreinander her, bis der Keeper der Robert-Enke-Stiftung das glücklichere Händchen bewies. Ein schönes Spiel. Nicht wahr, Herr Beckenbauer? Also super, ja? Ja, der Elton sehr gut, der Pocher wunderbar, der Knob, alles super, ja? Also, wie gesagt, wir haben die anderen gewinnen lassen, das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Sonst wären wir ja davon marschiert, ja? Und so ging dann auch die ersehnte Trophäe an das Team der Robert-Enke-Stiftung. Doch der wahre Erfolg des Tages geht weit über den sportlichen Sieg hinaus. Wir werden hier heute sicherlich einiges an Geld auch eingenommen haben. Aber Sie dürfen nicht vergessen, wir haben hier knapp 10.000 Menschen erreicht mit dem Thema der Stiftung, mit der Aufgabe der Stiftung. Die Menschen nehmen das mit nach Hause, sprechen am Abendbrottisch nochmal darüber in der Familie, im Freundeskreis. Und das ist das, was wir unter Enttabuisierung dieser Krankheit, Depression verstehen. Und insofern, glaube ich, sind wir hier heute ein ganzes Stück weitergekommen. Und im Anschluss wurde gefeiert. Bei der Players Night hatten die Matadore des Benefits-Spiels Gelegenheit, den ein oder anderen Spielzug noch einmal genau zu analysieren.